1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo Leute, Montagnacht, 1 Uhr, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche und wir fangen wie immer die Woche mit einer freien Themennacht an. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Hier live im Radio und live im Fernsehen. 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Sandra und Sandra ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Sandra. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, dass ich nicht genau weiß, was ich meinem Sohn sagen soll. Er ist mittlerweile fast 2 Jahre alt. Mhm. Und zur Geburt habe ich ihn in eine Babyklappe gelegt, habe ihn allerdings wiedergeholt. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm diese Wahrheit sagen soll oder nicht. Ja, jetzt im Moment ja sowieso noch nicht. Mit 2 Jahren versteht man ja, das jetzt ja noch nicht, klar. Nicht, ist klar. Warum hast du ihn damals in eine Babyklappe gelegt? Weil ich damals in einer sehr schwierigen Situation war. Ich lebte in Scheidung, habe einen ziemlichen Rosenkrieg hinter mir. Mhm. War damals ungewollt schwanger geworden von einem One-Night-Stand. Und von der Schwangerschaft hat damals auch keiner was mitbekommen. Niemand? Niemand, nein. Niemand. Du hast die komplett verheimlicht, die Schwangerschaft. Ja. Wie hast du dich währenddessen gefühlt, während du dann schwanger warst und es niemand wusste? Nicht sehr toll und ich muss auch sagen, ich habe es für mich selber auch verdrängt. Also ja. Hattest du denn damals an Abtreibung mal gedacht, als du bemerkt hattest, dass du schwanger bist? Nein. Das nicht? Dennoch hast du. Wäre auch damals zu spät gewesen schon. Ach so. Ah ja. So, da hast du es verheimlicht und warst die ganze Zeit über in schlechten Gefühlen. Ja. Kann man so sagen. Ist das Kind geboren? Hast du dich denn dann auf die Geburt gefreut oder immer noch nicht? Nein, gefreut kann man nicht sagen. Ich war eigentlich nur froh, dass es endlich irgendwo einen Schlussstrich hatte. Ah ja. Diese Verheimlicherei und Heimlichtuerei. Weil, wie gesagt, ich war die Einzige, die davon wusste. Als du das Kind dann zum ersten Mal gesehen hast, kam denn da eine Freude auf und war das Herz ein bisschen berührt? Das Herz berührt, ja, aber in dem Moment habe ich eigentlich nur gedacht, das passt nicht, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Die Entscheidung, das Kind dann in so eine Klappe zu legen, ist die schon während der Schwangerschaft gefallen oder nachdem das Kind auf die Welt gekommen war? Also während der Schwangerschaft habe ich einen Flyer von dieser Klappe in die Hand bekommen. Ah ja, so ein Werbe. Genau. Blättchen. Genau. Ja. Genau. Und in dem Moment, wo dann der Kleine zur Welt kam, habe ich sofort daran gedacht. Wie lange war der Kleine dann noch bei dir? 2 Stunden ungefähr. Ach so, 2 Stunden. Du hast das Kind nicht im Krankenhaus bekommen? Nein, alleine zu Hause. Alleine zu Hause? Ja. Ohne Hilfe? Ja. Ich habe da nicht viel Ahnung von, aber ich denke mir, wenn ich das so aus dem bekannten Freundeskreis höre, ist das immer ein riesen Theater, wenn ein Kind geboren wird, wo 1000 Leute bei sind und alles muss vorher überlegt werden, ausprobiert werden. Du hast das ganz alleine geschafft? Ja, ich glaube auch, wenn ich nicht vorher schon ein Kind bekommen hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich irgendwo anders. Ach so, du hast schon, das war dein zweites Kind? Ja, genau. Ja. Auch die Nabelschnur selbst durchgetrennt? Ja. Und das wusstest du auch, wie man das genau macht und... Ja, was heißt genau, aber ich habe es zumindest abgebunden mit einem Bindfaden. Ja. Was für einsame Stunden für dich. Mhm. Ich stelle mir das gerade vor, wenn man sowas Fulminantes wie eine Geburt alleine durchsteht und dann auch die Entscheidung schon irgendwie innerlich gefällt hat, das Kind wegzugeben. Das muss doch ganz schlimm alles für dich gewesen sein, oder? Ich glaube, in dem Moment war ich nicht selber ich selber. Ich war eigentlich... Das war irgendwie für mich eine andere Welt gewesen. Hattest du nicht Angst, alleine das Kind zu bekommen? Ich hatte wahnsinnige Angst, ja. Ich meine, dir hätte ja auch irgendwas passieren können und es wäre niemand zur Stelle gewesen, der dir hilft. Also für mich hatte ich jetzt nicht unbedingt Angst, um den Kleinen hatte ich Angst, ja. So, dann bist du
2 Stunden nach der Geburt hast du dich angezogen und bist dann zu dieser Klappe gegangen oder gefahren? Gefahren, mit dem Auto bin ich gefahren. Gleich selbst mit dem Auto gefahren. Hast den Kleinen da reingelegt. Wie lange war er dann da? Er war, also mitten in der Nacht ist er zur Welt gekommen. Zwei Stunden später habe ich ihn da hingebracht. Mhm. Und als die Tür zuging, kann man ja nicht nochmal rein den Kleinen holen. In dem Moment ist mir schon klar geworden, dass es die verkehrte Entscheidung war. Ah ja. Und da? Ich bin nach Hause gefahren und man kann dort einen Umschlag mitnehmen, also zumindest bei uns, wo eine Telefonnummer drauf stand, wo man sich melden kann. Mhm. Als ich zu Hause war, eine Stunde später, habe ich angerufen, um überhaupt zu erfahren, ob es dem Kleinen gut geht, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Und habe dann angerufen. Anonym damals. Angerufen, dass du ihn wieder haben willst? Nein, da habe ich erstmal nur gefragt, wie es ihm geht. Und da hat man mir dann angeboten, da man da die Mitarbeiter da gemerkt haben, dass es mir nicht gut mitgeht mit der Entscheidung, dass ich mich jederzeit melden kann. Mhm. Und habe dann 3 Stunden später morgens habe ich sofort angerufen und habe gesagt, ich muss den Kleinen wieder haben. Ach so, dann war er einen Tag weg quasi, nicht mehr? Ja, also die Nacht war er weg. Ja, man bekommt das Kind nicht sofort mit. Und dann war er wieder bei dir und dann war die Entscheidung aber so etwas von klar, dass der Junge bei dir bleiben wird und dass es dein Kind ist. Mhm. Ja, also man bekommt das Kind nicht sofort den gleichen Tag mit. Mhm. Also das Jugendamt wird eingeschaltet, die Staatsanwaltschaft wird eingeschaltet. Verstehe. Ist ja auch in Ordnung so, dass es dann so ist. Ja, nochmal eine Frage, nochmal ein bisschen weiter zurückgeblättert. Das war ein One-Night-Stand, sagst du, also eine Nachtgeschichte mit einem Typ. Da ist aber nicht irgendwie Gewalt im Spiel gewesen. Nein. Da hast du dich auch mit drauf eingelassen und du wolltest einfach nicht schwanger werden. Genau. So, was? Ja, jetzt die Frage, sollst du es dem Kleinen irgendwann sagen? Ja, genau. Schwierig, weil... Ich sag dir mal so ganz, ganz spontan, was ich gerade so empfinde. Vielleicht ist es auch nicht richtig. Ich sag's trotzdem, weil wir können ja darüber sprechen. Ich würde dem Jungen das als Kind und als Jugendlicher nicht sagen. Ich würde es ihm vielleicht irgendwann mal sagen, wenn er erwachsen ist und in einer guten Stunde, wo man intensiv miteinander sprechen kann. Mhm. Hintergrund der jetzigen Überlegung von mir ist, dass wenn ein Kind oder ein Jugendlicher sowas erfährt, ist das vielleicht ein großer Schock und damit umzugehen, die Mama hat mich weggegeben, die wollte mich hat mich da in so eine Klappe gelegt und na gut, sie hat mich wiedergeholt, aber irgendwie bleibt ja doch im Kopf, die hat mich weggeben wollen. Mhm. Vielleicht kann man war das. War nicht gewollt, ja eben. Ja, eben. Ich war nicht gewollt. Vielleicht kann man das alles viel besser verstehen, wenn, nimm mal an, ihr entwickelt ein gutes Verhältnis miteinander, du und dein Sohn, was ich sehr hoffe. So, ja, und der Bursche ist irgendwann ein erwachsener Kerl. Ein junger Mann, dann kann ich mir sowas durchaus vorstellen, dass du ihm das mal alles erzählst und auch deine Beweggründe und die Hintergründe. Ich meine, du hast ihn ja sofort wiedergeholt. Mhm. Das spricht ja für dich und für die ganze, auch für deine Liebe zu dem Sohn. Mhm. Also ich würde es erstmal lange verschweigen. Was passiert, weil es wissen ja einige nun mal auch von meiner Familie davon, musste ja zwangsweise so gehen. Geht ja nicht von heute auf morgen, dass man auf einmal ein Baby hat. Was ist, wenn vorher jemand kommt und dem Jungen das sagt? Weiß aus der Familie denn jemand auch die Nummer mit der Babyklappe? Ja. Ach so, ich dachte, das wäre alles nur zwischen dir ja, und... Ja, aber es ging ja nicht, wie gesagt, es ging ja nicht von heute auf morgen, dass ich den Jungen wieder mitnehmen konnte nach Hause und es mitteilen konnte, sondern es hat eine Zeit gedauert, bis ich den Jungen halt wieder mit nach Hause nehmen konnte. Und da ist es dann ein bisschen rausgekommen. Ja. Wie viele Leute wissen das denn? Kannst du es benennen? Also meine Eltern, mein Bruder, mit Schwägerin. Ja, aber ein sehr kleiner Kreis. Ja, es ist ein kleiner Kreis, aber man weiß ja nie, wie sich da die ganze Geschichte alles entwickelt. Verstehe. Ne, in der Familie. Ja, gut, das ist natürlich ernst zu nehmen. Das ist natürlich viel schlimmer, wenn dann irgendetwas mal durchsickern sollte und der Junge das dann von irgendwelchen anderen Leuten hört, ist es natürlich ein Hammer. Ja. Das verändert die Situation. Dann ist natürlich darüber nachzudenken, es ihm doch früher zu sagen, wobei ich jetzt nicht imstande bin, ein Alter zu nennen. Das wirst am besten wahrscheinlich du auch entscheiden, je nach Entwicklungsphase des Kindes und auch eurer Beziehung, dass es ihm so schonend wie möglich beibringst. Vielleicht wäre es auch interessant, wenn du vorher mal 1-2 Mal zu einer Beratungsstelle gehen würdest und das mit einem Fachmenschen besprichst, wie man das am besten macht. Das würde ich dann schon doch früher ansetzen.
Den Hinweis finde ich sehr wichtig. Das ist, das darf nicht von irgendwie von außen an ihn herangetragen werden. Eben, deswegen, da habe ich Angst vor, weil ich liebe diesen Jungen von Anfang an. Ja, und da darf kein Schaden angerichtet werden. Eben, ja. Eben. So. Ich glaube, ich habe ihm schon genug Schaden angerichtet. Also ich habe sowieso schon Schuldgefühle. Der Junge hat Neurodermitis und viele Ärzte meinen, diese Kinder haben Trennungsängste. Ja. Und das plagt mich natürlich auch, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob so ein kleiner Wurm das für ein paar Stunden mitkriegt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht auch, es kann schon sein, dass auch während der Schwangerschaft das eine Auswirkung hat auf das heranwachsende Kind, wenn die Mutter es nicht will. Ne? Das kann schon sein, ja. So, ich möchte aber dir noch ein paar Adressen gleich übergeben lassen von meinem Psychologen bezüglich einer Beratungsstelle, wo du das mal mit einem Kinderpsychologen vielleicht mal beraten kannst, wann und wie man das geschickt macht. Ja, ich würde es dann auch früher machen, also korrigiere ich meine erste Aussage. Mhm. Ja? Liebe Sandra, du legst auf und der Peter, mein Psychologe, ruft dich jetzt an. Okay? Okay, danke. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Morgen heißt unser Thema, ihr Lieben, dieses Familienfest vergesse ich nie. Ich möchte gerne mit euch über dramatische, drastische, vielleicht auch spektakuläre und vielleicht auch wahnsinnig schöne Familienfeste reden. Dieses Familienfest vergesse ich nie. Ist an einem Familienfest mal etwas sehr Trauriges, etwas sehr Schlimmes oder etwas sehr, sehr, sehr Tolles passiert? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann könnt ihr natürlich morgen anrufen. Eine Stunde vor der Sendung sind die Leitungen geschaltet ab 0 Uhr oder ihr könnt rund um die Uhr mailen unter domian@wdr.de. Weiter geht es mit dem Manfred und Manfred ist 38. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo Manfred, was ist dein Thema? Ja, ich leide seit circa 10 Jahren an einer Wasserallergie. Eine Wasserallergie? Ja. Das heißt, du reagierst allergisch auf jede Art von Berührung mit Wasser? Ja, also mit auf weniger auf die Inhaltsstoffe von dem Wasser. Also beispielsweise Wasser aus dem Wasserhahn, die bestimmte Inhaltsstoffe noch enthalten, die nicht ausgeklärt wurden, tue ich sofort eine Allergie hervorrufen. Also Hautausschlag, Pusteln. Ja, welche Inhaltsstoffe zum Beispiel? Die, kennt man die so? Oder sind das? Ich sag, welche Inhaltsstoffe zum Beispiel? Kennt man die so oder sind das jetzt sehr chemische Begriffe? Ja, das sind auch chemisch, also auch Kalk und sowas, das sich ansetzt, das tue ich auf der Haut überhaupt nicht vertragen. Ja. Und das löst also deine Hautreizung aus, erstmal eine Rötung. Ja. Und wenn halt noch mehr Substanz dazukommen, kann das also bis zu Pusteln und Abszesse geben. Und die wurden bei mir auch schon mehrfach rausgeschnitten, dass ich also den ganzen Körper Narben davon weggetragen habe. Und die Ärzte haben also nur jetzt Medikamente gegen Neurodermitis, die ich einnehme. Aber die halt absolut nicht davon... Ja, was du auch gar nicht hast, offensichtlich. Ja, genau. Ich habe hier ein Glas Leitungswasser. Ja? Könntest du das normal trinken? Normal nicht, nein. Also bei mir muss es abgekocht werden. Mhm. Was bedeutet das? Ich stelle es mir fürchterlich vor, wenn man allergisch auf normales, auf Leitungswasser reagiert. Stichwort waschen. Wie wäschst du dich? Ja, da hole ich meistens destilliertes Wasser, wo also überhaupt keine Bakterien nicht mehr vorhanden sind. Ach. Und damit kann ich mich also waschen, nur auch nicht arg so viel, weil da fehlen wiederum Inhaltsstoffe, dass die Haut auch wiederum aufnehmen muss, weil das ja ein komplettes cleanes Wasser ist. Ja. Und dann gibt es medizinisches Haarshampoo, medizinisches Duschgel, das man also trocken aufträgt. Das bekommt man in der Apotheke. Aber wenn du dich mit diesem destillierten Wasser nur waschen kannst, das heißt, du kannst nie duschen, du kannst nie baden. Nein. Du musst immer so eine Handwäsche machen und dir so eine Schüssel voll Wasser bereitstellen und dich damit waschen. Richtig, also mein Freund sagt immer eine Katzenwäsche. Eine Katzenwäsche, ja. Ja. Mhm. Wie viele Jahre hast du das schon? Das ist seit 10 Jahren. Vor 10 Jahren wurde es diagnostiziert. Wie fing das an? Hast du es bemerkt, dass wenn du viel mit Wasser in Kontakt kamst, dass es dir dann schlechter ging? Oder wie hast du es bemerkt? Ja, früher war ich bei der DLRG-Rettungsschwimmer. Ach. Und da habe ich überhaupt nichts gemerkt. Nur einige Jahre später merkte ich also immer wieder, wenn ich aus dem Wasser rauskam, dass ich da also gerötete Augen hatte, Hautausschlag, Jucken und Schnupfen, starken Husten. Und da ging man erstmal von der Chlorallergie aus. Und darauf wurde ich aber getestet und da hat sich also festgestellt, dass es darauf nicht liegt. Und da wurden dann Inhaltsstoffe vom Wasser wiederum beim Allergieurologen getestet und der hat es dann letztlich raus. Ja, normalerweise dauert das ja immer ewig, immer rausbekommt, worauf ein Mensch allergisch reagiert oder genau, was. Ja. Wie lange? 2 Jahre gedauert. 2 Jahre, das ist ja auch schon schlimm, wenn man so eine Erkrankung hat. Ja. Das heißt mit Schwimmen, du hast die Allergie, Leistungsschwimmer, das genau. Schwimmen kannst du dir abschminken. Badeanstalt, Urlaub am Meer ist alles nicht mehr.
Ja, ich war jetzt in Spanien vor 3 Jahren Urlaub gewesen. Das war der größte Fehler, den ich begangen habe. Ja. Weil ich musste auch irgendwann mal raus und habe mich halt dort auch dann irgendwo vergessen im Urlaubsschwing und sowas, habe mich gewaschen und dann durfte ich gleich ins Krankenhaus auf Mallorca nach Manacor und bin gleich dort noteingeliefert worden. Wie nehmen wir mal an, du hältst dich jetzt nicht, so wie du es gerade beschrieben hast, du hältst dich nicht an das Verbot, dich mit Wasser in Berührung zu bringen. Nehmen wir mal an, du duschst dich mal irgendwo. Was passiert, wie sieht es dann aus? Wie schnell und wie heftig tritt die Erkrankung auf? Also sagen wir mal, es dauert so etwa 10, 15 Minuten nach dem Waschvorgang, wo ich dann erstmal einen Juckreiz bekomme, eine Hautrötung, da wird die Haut also ganz rot. Mhm. Und wenn das halt viel Wasser mit der ich in Verbindung kam, komme, dann entstehen Hautpusteln und Abszesse. Die eitern dann raus und die müssen dann meistens vom Chirurgen rausgeschnitten werden. So schlimm? Ja, also weil es könnte auch sich Krebs entwickeln durch diese Stoffe, die ich halt nicht vertrage. Ja, und ich bin jetzt seit 3 Jahren bin ich jetzt auch Rentner, aufgrund dieser Sache. Ja. Weil mein Arbeitgeber, ich war vorher im Polizeidienst und da kam man ja auch mit Flüssigkeiten en masse in Verbindung und das durfte ich halt nicht mal ausüben. Wie viel chirurgische Eingriffe hast du, kleinst chirurgische Eingriffe hast du schon hinter dir? 100. 100? Ja. Mhm. Wie ist es mit, ich stelle es mir gerade nur so im Alltag vor, Hände waschen ist auch nicht möglich, ne? Ist nicht möglich, nee. Nee, also kommst du so mit deiner Körperhygiene klar? Fühlst du dich nicht irgendwie immer ein bisschen schmuddelig oder stinkig oder so? Kriegst du das auf die Reihe? Es ist eine psychische Sache, eine starke psychische Sache, ne? Weil ich selbst fühle mich nicht sauber. Weil ich sag mir immer, es geht nicht, dass ich mich da 100% sauber fühlen kann. Mhm. Aber vom hygienischen Standard her ist das schon so, weil halt dieses Shampoo, dieses Trockenshampoo und so weiter halt schon den Schmutz vom Körper nimmt und aus den Schweißgestank. Ne? Ah ja. Das heißt, deine Umwelt beklagt sich nicht, Manfred, du stinkst oder so. Nee, sagt keiner. Nee. Gibt es denn was? Du hast gerade ein paar Mal schon so gesagt, dass du allergisch reagierst auf bestimmte Inhaltsstoffe im Wasser. Ja. Gibt es denn Wasser? Vielleicht doch, abgesehen von dem destillierten Wasser, das dir vielleicht nicht so viel zu schaffen macht. Beispielsweise, wenn du jetzt in einen Bergsee steigen würdest, der irgendwie auf 2000, 3000 Meter Höhe ist. Richtig, also Quellwasser, da habe ich war ich in den Bergen, in den Alpen gewesen und habe dort frisches Quellwasser getrunken und dort habe ich nichts bekommen, absolut gar nichts. Und du könntest dich auch mit Quellwasser waschen? Könnte ich auch, ja. Dann musst du in die Alpen ziehen. Ja. Ja. Ja, ich meine, wenn man so eine Erkrankung hat und so darunter leidet, muss das doch ein Paradies sein, ein Eldorado, wenn man dann irgendwo hinkommt, eine Quelle und kann mal endlich das Wasser sich über die Arme laufen lassen und das auch trinken. Das ist richtig, ja, aber ich bin jetzt seit 2 Jahren verheiratet und mein Freund, der ist also in Frankfurt, der hat eine gute Stellung und das halt dann alles aufzugeben. Ist schwierig, ja. Aber er hat jetzt auch schon gemeint gehabt, dass er versuchen wollte, sich von seinem Betrieb nach München verlegen zu lassen. Ja. Und das wird dann vielleicht nach Bayern. Aber ich habe immer so ein Missmut über Bayern gehabt. Ich wollte nie nach Bayern irgendwie. Bayern ist wunderschön, also sagen wir es gegen Bayern. Nein, aber im Ernst, auf jeden Fall könntet ihr doch immer eure Urlaube dann im Hochgebirge machen. Das machen wir. Das macht ihr auch mittlerweile. Das machen wir, ja. Also nichts mit Spanien mehr und so. Nee. Du hast gerade. Das war eine Heilung für mich gewesen, das mache ich nicht wieder. Probleme sind halt sehr groß, wenn ich mit meinen Freunden die Gaststätte in die Disco oder sowas gehe. Und ich darf ja kein Cola, kein Fanta, keine großartigen Säfte trinken, weil ich weiß ja nie, ob da irgendwelche bakteriellen oder so, also Bakterien dran sind, ne? Genau, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Die ganzen, wir haben nur über das Äußerliche gesprochen. Wenn du jetzt Sachen trinkst, das kann ja auch Kaffee oder Tee sein, irgendwo draußen, kann es auch passieren. Es kann passieren. Also wenn der Kaffee abgekocht ist und der Tee wirklich abgebrüht wurde, kann es nicht passieren. Aber du hast gerade von Kalk gesprochen. Kalk kann man ja nicht... Kann ich überhaupt nicht trinken. Also nur kaltes Wasser, das ich mir daheim selbst zubereite. Ja. Ich kann mir dann einen Sirup holen vom Markt, wo ich mir dann reinmache, so Himbeersirup und sowas. Das geht schon, aber es muss halt von gekocht sein. Und ich dachte, ich könnte es mit einem Wasserspender machen. Ich kaufte mir dann einen Wasserspender. Nee. Und das habe ich absolut überhaupt nicht vertragen. Das war ganz schlimm geworden. Ja, ich denke mit dem Kalk. Kalk, also wir hier in Köln zum Beispiel haben sehr kalkhaltiges Wasser. Das kannst du zehnmal abkochen. Der Kalk ist immer noch drin. Ja gut, da haben wir, glaube ich, in Frankfurt auch wieder Glück. Wir haben sehr, sehr weiches Wasser. Ja. Also da ist nicht viel Kalk drin. Da habe ich dann auch von, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, das ist ein Brita-Wassersystem. Damit filtere ich mir das alles raus. Ah ja. Das hast du mir gerade gesagt, dass du behandelt wirst, als hättest du Neurodermitis. Genau, also gegen diese Pusteln. Das ist Furazin, eine antibiotische Salbe, die ich mir dann den ganzen Körper einschmieren muss. Wobei, das kann man doch auch nicht auf Dauer machen. Das hat doch erhebliche Nebenwirkungen. Die habe ich. Also ich muss Cortisonsalben nehmen gegen den Juckreiz und so weiter. Und dann
die Haut an zu schälen und ja, wenn man. Aber wenn du dich strikt an deine Regeln hältst, dann hast du doch eigentlich auch keine Pustel und keinen Hautausschlag, oder? Ich darf nur nicht überraschend in Regenschauer reinkommen. Regen, genau. Ja. Regen verursacht auch die Auswirkungen, genau. Verursacht auch den Ausschlag. Da hatte ich dann einen einjährigen Kampf mit der Krankenkasse gehabt, dass die mir einen speziellen Kleidung finanzieren, ja, die auch die Sonnenscheinkinder haben. Ja, ja. Weil ich dass da keine Flüssigkeit an die Haut drankommt. Ne? Reicht denn schon aus, wenn, nehmen wir mal an, wenn sehr hohe Luftfeuchtigkeit ist, also im Nebel, kannst du im Nebel gehen oder kriegst du es dann auch? Also ich muss sagen, ich ziehe immer diesen Schutzanzug auf jeden Fall an. Ich habe es noch nicht direkt ausprobiert. Mhm. Das heißt, ein Spaziergang am Meer, an der Nordsee oder so? Das kann ich vergessen. Das kannst du vergessen? Das kann ich vergessen. Wenn da ein bisschen Wasser hochspritzt oder so aufstrudelt in der Luft, das wäre dann schon sehr schlimm für dich? Ja, wobei ich sagen muss, das Meerwasser, das geht noch einigermaßen, weil da, also kommt drauf an, wie sauber das Meer ist. Mhm. Da ist es nicht ganz so groß, aber halt gerade so in den südlichen Ländern, Spanien, Italien, da ist halt das Wasser im Wasserhahn, in der Leitung nicht sehr sauber. Und du bist wegen dieser ganzen Sache jetzt auch schon mit deinen 38 Jahren schon zum Rentner geworden? Zum Rentner vor 3 Jahren und jetzt bin ich ausgerentet worden, weil es muss wieder neu festgestellt werden. Mhm. Und jetzt warte ich seit 3 Monaten auf Geld und bekomme von keiner Seite Geld. Hartz IV bekomme ich auch nicht, weil ich zuvor Rentner war. Verstehe. Schlimme Situation finanziell. Das ja, ist mir schon klar. Ja, die politische Lage ist momentan miserabel. Gibt es denn, das wollte ich dich, was das Medizinische anbelangt, gerade noch fragen, gibt es denn irgendwie einen Hoffnungsschimmer, dass man das doch wegtherapieren kann oder dass es vielleicht von heute auf morgen wieder weg ist, so wie es gekommen ist? Ja, also ist in der Schweiz momentan die Studie wohl am Gange, wo ich als Probant aufgenommen worden bin, weil es halt nur weltweit sehr geringe, also sehr wenige Patienten gibt, die daran leiden. Ja. Und da habe ich vielleicht die Möglichkeit, jetzt im Herbst aufgenommen zu werden. Ah, ja. Genforschung, ob man da eventuell dieses, das ist irgendwas von einem Gen, ich kenne mich da nicht genau aus, ja, dass da irgendwie manipuliert wird mit diesem Medikament, das ausgesetzt wird und ich dann die Möglichkeit habe, dann daraufhin therapiert zu werden, also langsam wieder an das Wasser gewöhnt zu werden. Ich kann dir mal ein Angebot machen. Wenn unter unseren Zuschauern und Zuhörern jemand ist, der eine ähnliche oder vielleicht sogar genau die gleiche Erkrankung hat, ja, könnten wir ja vielleicht den Kontakt herstellen zwischen euch beiden oder wenn es mehrere sind. Das wäre mir sehr gern, weil ich habe in Frankfurt eine Selbsthilfegruppe. Ja. Also in Frankfurt gibt es noch 4 andere, die dieses Leiden haben. Ja. Aber wir haben halt noch nicht die Möglichkeit gehabt, deutschlandweit noch Leute zu finden, die das Gleiche haben. Okay. Da kommt ja keine Information gar nicht. Wir sind deutschlandweit zu sehen. Dann frage ich jetzt nochmal so hier meine Zuschauer, wenn jemand diese Erkrankung hat, hat die eigentlich einen medizinischen Begriff? Ja, das ist eine Wasserallergie. Einfach eine Wasserallergie. Wasserallergie. Mhm. Ja. Der möge sich doch bei uns melden und wir würden dann mit dir, zu dir den Kontakt herstellen und vielleicht kommt es da zum Informationsaustausch oder irgendwie das, was Gutes dabei rumkommt. Das wäre toll, ja. Lieber Manfred, ich wünsche euch, dass ihr bald in die Berge ziehen könnt. Okay. Ihr beiden zusammen. Ja. Und dass es dir besser geht und dass wir vielleicht einen guten Rücklauf haben auf dieses Gespräch. Alles Gute wünsche ich dir. Alles Gute. Und könnte ich von dir ein Autogramm haben? Ja, das wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay, danke dir. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Hier ist Petra und Petra ist 39. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Petra. Was führt dich zu mir? Mein Thema ist Krebs. Mhm. Ich habe Lungenkrebs im Endstadium eigentlich, so sagen das die Ärzte. Mhm. Das fing an im November letzten Jahres. Ich hatte Schmerzen im Bein. Im Bein? Im Bein, ja. Mhm. Und nach einigen Untersuchungen wurde dann festgestellt, dass es eine Metastase eines Karzinoms war. Zu dem Zeitpunkt war aber noch nicht klar, wo der Primärtumor sitzt. Mhm. Und seit Dezember weiß ich also definitiv, dass ich Lungenkrebs habe. Mhm. Und die Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, und das waren so einige, wollten auch gar nicht mehr operieren an der Lunge, einfach weil gesagt wurde, der ganze Körper ist befallen. Wenn irgendwo eine Metastase ist, dann geht man davon aus, dass es eine systemische Erkrankung ist, also der ganze Körper befallen ist. Mhm. Und es sollte dann nur noch bestrahlt werden in Verbindung mit Chemotherapie. Ja. Und ich habe weiter gedrängt und mich auch informiert und gemacht und getan und wurde dann doch noch operiert an der Lunge. Mhm. Einfach weil keine weitere Metastase bei mir gefunden wurde, außer die im Bein. Ja. Die wurde bestrahlt und bis jetzt ist auch alles ganz gut verlaufen und morgen soll meine Chemotherapie beginnen. Mhm. Und da habe ich eine panische Angst vor. Also ich überlege hin und her und morgen früh soll es anfangen und
ich bin drauf und dran, das abzusagen, und weil ich einfach Angst habe. Also lieber noch 10 OPs und nochmal Bestrahlung, ja. Aber ich habe einfach eine panische Angst. Weil du dich informiert hast und weißt, was die Chemotherapie in diesem Fall bedeutet. Genau. Was bedeutet sie genau? Was hast du erfahren? Mein größtes Problem ist, was für Außenstehende oft lächerlich ist, aber mein allergrößtes Problem ist einfach, dass ich meine Haare verlieren werde. Mhm. Das ist zwar noch nicht hundertprozentig klar, aber es ist wahrscheinlich. Mhm. Ich kann taub werden dadurch. Mhm. Ich kann motorische Störungen bekommen oder auch Kribbeln in den Händen, mhm. Hautausschläge, alles solche Sachen. Mhm. Knochenmarkschädigungen und solche Geschichten können da passieren. Hast du mit Leuten schon gesprochen, die das hinter sich haben? Ich habe also Kontakt mit Leuten, die durch eine Chemotherapie gegangen sind, mhm. per Internet. Und nur ist Chemotherapie ja nicht Chemotherapie. Genau. Es gibt ja ganz viele verschiedene Sorten. Genau, und, es gibt ganz viele verschiedene Sorten und dann eben auch kommt es immer auf die Dosis an, mhm. dann kommt es immer noch auf die eigene körperliche Verfassung mhm. an. Mhm. Dazu kommt noch, dass meine psychische Verfassung im Moment ganz unten ist, weil vor 14 Tagen mein Partner mich verlassen hat. Mhm. Wegen der Erkrankung? Nein, wir kannten uns 4 Wochen und dann wurde ich krank. Also insgesamt waren wir 7 Monate zusammen. Ja. Und dann hat er dich quasi mit der Erkrankung kennengelernt. Und, genau. Ja. Also wir waren gerade 4 Wochen, als ich dann krank wurde. Glaubst du, dass es denn zur Trennung gekommen ist, weil er das nicht mehr auch hat aushalten können, die Belastung? Also ich glaube, dass die Krankheit eine ganz extreme Belastung war. Wir mhm. uns auch deswegen häufiger gestritten haben. Und dass diese Krankheit schon letztendlich zur Trennung geführt hat. Mhm. Ich habe noch eine Frage zu der Operation. Ja. Was genau wurde operiert in der An- und in der Lunge? Mir wurde ein Lungenlappen entfernt. Ja. Mhm. Also ich spüre da nichts von. Ich habe also weder Atemnot, ich merke überhaupt nicht, dass mir ein Lappen fehlt. Das heißt, dir geht es im Moment körperlich gut? Mir geht es richtig gut. Geht es richtig gut. Also ein Außenstehender würde mir überhaupt nichts anmerken. Mhm. Glaubst du, hast du eine Spekulation, woher du diesen Lungenkrebs hast? Bist du starke Raucherin? Ich habe ganz viel geraucht. Das ist das eine. Und weil du noch sehr jung bist, 39. Ist naja, ich habe mit 14 angefangen zu rauchen, mhm. also auch immerhin 25 Jahre mhm. und auch sehr viel geraucht. Ja. Allerdings glaube ich auch, dass immer auch eine psychische Verfassung dabei eine Rolle spielt. Und, mit Sicherheit, ja. Wenn ich so an die letzten Jahre denke, die waren nie leicht für mich. Ja. Und ich glaube, das spielt mit eine Rolle, also nicht nur die Raucherei. Was machst du vom Beruf? Ich bin Büroangestellte. Ja. Wie lang soll diese Chemotherapie dauern? Erstmal ist geplant, dass die 6 Wochen geht. Das heißt, ich müsste morgen hin, dann nochmal in der nächsten Woche einmal und dann nochmal die Woche einmal. Die wird ambulant durchgeführt? Das wird ambulant. Und du kannst dann wieder nach Hause gehen? Ich kann danach wieder mhm. nach Hause gehen. Mhm. Und es sind 2 Zyklen erstmal angesagt. Ja. Also insgesamt wären das dann mit 2 Wochen Pause zwischendurch immer, insgesamt wären das dann 10 Wochen. Mhm. Ist es medizinisch notwendig, dass jetzt sofort oder möglichst bald zu machen? Das kann niemand sagen kann und deswegen überlege ich auch hin und her. Also es mhm. ist, von den Ärzten wird gesagt, es ist prophylaktisch, mhm. weil, wie gesagt, von dem bildgebenden Verfahren her, es wurde nichts weiter gefunden, bis mhm. auf diese Knochenmetastase. Wie hoch sind denn die Risiken, die du gerade benannt hast, also taub zu werden, dass man motorische Störungen bekommt und so weiter, was du gerade genannt hast? Wie hoch? Sagt dir niemand. Das sagt mir mhm. niemand. Also ich werde nur darauf hingewiesen und im Grunde habe ich unterschrieben, dass die Chemotherapie tödlich sein kann. Mhm. Und ich habe natürlich schon Angst, an der Chemo mhm. zu sterben. Mhm. Und ich weiß es einfach nicht. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es irgendwie auch ein Informationsproblem ist im Moment bei dir. Also das glaube ich eher nicht, nee. Weil, nee, also von der Information her, denke ich mal, weiß ich alles, was ich wissen muss. Mhm. Und, ja, aber diese Frage ist doch zum Beispiel wichtig, eine wichtige Frage. Auf jedem Beipackzettel von einem Antibiotikum steht ja schon so eine Liste drauf, was einem alles passieren kann. Das sind die schlimmsten Sachen. Mhm. Somit wird es natürlich bei einer Chemotherapie umso schlimmer sein. Mhm. Aber interessant ist immer die Fragestellung, wie hoch ist der Risikofaktor generell und für mich, dass ich das kriege? Liegt der jetzt bei 1 Promille oder bei 30%? Ich glaube, das hängt einfach von viel zu vielen verschiedenen Faktoren ab. Ja, und da können die Ärzte, die dich behandeln, unter Einbeziehung deiner Person, können die dir auch keine richtigen Nein. Aussagen machen. Nein. Das heißt, du stehst irgendwie da und weißt, diese Nebenwirkungen könnten eventuell auftreten. Genau. Vielleicht auch nicht. Genau. Was ist, wenn du sie nicht machst?
Dann erhöhst du das Risiko. Das weiß auch niemand. Mhm. Das ist es. Es weiß ja noch nicht mal irgendein Arzt, ob da noch Metastasen sind. Mhm. Es ist wahrscheinlich, aber es weiß niemand. Mhm. Also es kann gut sein, dass ich die Chemo nicht mache und jetzt wirklich gesund bin. Mhm. Und die nächsten Jahre fröhlich so weiterlebe. Mhm. Auf der anderen Seite ist es eher unwahrscheinlich, weil es so unwahrscheinlich ist, nur eine Metastase im Körper zu haben. Es kann mir genauso gut passieren, weil wir haben ja nichts Greifbares mehr. Man kann ja gar nicht mehr erkennen, ob die Chemotherapie überhaupt greift, weil der Tumor aus der Lunge ist entfernt, der im Bein ist auch nicht mehr da durch die Bestrahlung. Mhm. Ja. Und man hat nichts mehr, woran man erkennen kann, ob die Chemotherapie überhaupt greift. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass ich die mache und ein paar Wochen später trotzdem wieder irgendwas habe. Also ein furchtbares Dilemma, in dem du steckst. Genau. Und was mich dann noch da zusätzlich eben dabei beschäftigt, ist einfach, ich habe ja gerade schon kurz erwähnt, dass mein Partner mich verlassen hat. Ich kann das auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite, er will überhaupt keinen Kontakt mehr mit mir. Und damit komme ich überhaupt nicht zurecht. Mhm. Also meine Gedanken drehen sich hier nur noch. Ich denke an die Chemotherapie, ich denke daran, dass ich doch noch der gleiche Mensch bin. Verstehe ich. Jemand, der mit mir 7 Monate zusammen war. Und aber der war nur 7 Monate mit dir zusammen. Ja, aber er hat vieles durchgestanden. Einfach war er von Anfang an dabei. Er hat die Krankheit von Anfang an, wirklich vom ersten Moment an begleitet, hat alles für mich getan, hat mit den Ärzten gesprochen. Ich bin immer völlig von den Socken, wenn mir hier schwerkranke Leute erzählen, dass sie aufgrund ihrer schweren Erkrankung, ähnliche Erkrankungen wie deine Erkrankung, von Partnern verlassen wurden, mit denen sie 10, 20 Jahre zusammen sind. Das verstehe ich ja sogar noch, weil ich einfach denke, das ist wirklich eine super hohe Belastung, erst recht, wenn man so kurz zusammen ist. Was ich nicht verstehe, ist, dass man mit dem Menschen nichts mehr zu tun haben möchte. Ich fühle mich einfach als Mensch allein gelassen. Und stehst völlig hilflos da. Ja. Völlig. Und weißt überhaupt nicht warum, denn ich bin ja noch die gleiche. Das ist für mich natürlich jetzt eine ungeheuer komplizierte Situation, dir etwas Seriöses zu sagen. Ich weiß nur, dass bei jeder schweren Erkrankung, allemal bei einer Krebserkrankung und auch wenn man vor einer Chemotherapie steht, die Psyche eine ganz große Rolle spielt. Ich weiß, und deswegen habe ich die Angst, dass ich es jetzt im Moment nicht durchstehe. Ja, was wäre denn mit der Variante, etwas auf Risiko zu spielen und zu sagen, okay, ich versuche, wie, können wir gleich noch reden, ich versuche in irgendeiner Weise mir eine Stabilität zu holen und visiere diese Chemotherapie vielleicht in 2 Monaten an. Also es gibt, das wurde mir in der Lungenfachklinik gesagt und das sagt auch meine Onkologin, es gibt ein Zeitfenster und dieses Zeitfenster, man sollte 4 bis 6 Wochen spätestens nach der OP mit der Chemotherapie beginnen. Mhm. Das Zeitfenster ist jetzt schon überschritten, das sind schon 7 Wochen. Ach so. Und es wird dringend Zeit. Weil ich muss eigentlich jeden Tag damit rechnen, dass weitere Metastasen irgendwo aufkreuzen. Also Bilder von gestern sind heute schon wieder alt. Und da ist die große Angst, dass du sie nicht überstehst, oder nicht? Richtig. Ich habe einfach Angst, dass ich sie von der Psyche her nicht überstehe. Und so, ich fühle mich wirklich richtig wohl im Moment, mir geht es wirklich gut. Und ich möchte einfach nur so weiterleben wie jetzt. Aber da ist natürlich die Angst im Hintergrund, wenn ich das jetzt nicht mache, ich weiß nicht, wie es mir in 2 oder 3 Wochen geht. Völlig klar. Gäbe es die Möglichkeit, das ist ja fast schon ein Unding, dennoch frage ich, es gäbe es die Möglichkeit, innerhalb kurzer Zeit dir noch eine psychologische Hilfe an die Seite zu holen? Also quasi ab nächster Woche? Ich habe keine Ahnung, woher, ich weiß es nicht. Also ich habe auch im Vorfeld schon versucht, psycho-onkologische Hilfe zu bekommen. Und das gestaltet sich als äußerst schwierig. Peter, das ist eine ungeheuer komplizierte Frage. Eine ungeheuer komplizierte Frage. Ich weiß, und damit quäle ich mich jetzt die ganze Zeit hier rum. Ich kann jetzt auch nur so dir antworten, ich kann dir null medizinisch antworten. Ich kann dir antworten so, was ich machen würde, wenn, soweit ich mich in deine Situation hinein versetzen kann. Schwierig, super schwierig. Irgendwas in mir sagt, ich würde es tun. In mir auch. Und ein anderer sagt in mir... Ja, ich weiß. Aber ich würde denken, wie viel Kraft hast du noch? Schaffst du es, all die Kraft noch jetzt nochmal zusammen zu ballen? Also ich weiß, dass ich leben will. Da bin ich mir ganz sicher, ich will leben. Allerdings will ich nicht um jeden Preis leben. Und ich weiß nicht,
lebe ich jetzt besser, wenn ich es nicht mache? Mhm. Ich habe einfach Angst, dass ich nach der Schema nicht mehr die gleiche bin, die ich jetzt bin. Dass ich das Leben nicht mehr so genießen kann, wie ich jetzt. Du hast von einer Onkologin gesprochen. Ja. Da sind Ärzte um dich herum. Was raten die dir denn? Also meine Onkologin rät mir, das zu tun. Mhm. Eigentlich raten mir alle Ärzte, das zu tun, weil alle Ärzte, auch die, die vorher gegen eine OP waren und sogar wörtlich gesagt haben, sie werden das wohl nicht an sich rummetzeln lassen, das macht doch gar keinen Sinn mehr bei ihnen, in 3 Monaten sind sie eh tot. Alle sagen, ich soll es machen. Ich mache jetzt mal einen Vorschlag. Wir holen uns mal einfach die kluge Meinung von den Zuschauern mit rein. Mhm. Wir haben jetzt noch eine knappe halbe Stunde Sendung. Ja. Und ich bitte euch, die ihr zuhört und vielleicht auch sehr erfahren seid in solchen Fragestellungen, versucht doch bitte durchzukommen, mailt uns, ruft an und sagt eure Meinung zu dem Fall von Petra, was ihr meint. Vielleicht kommen noch ein paar andere Aspekte zum Tragen, Petra, die dir weiterhelfen können. Das wäre klasse. Ich sage es jetzt nochmal so von meiner Grundintuition her, so aus dem Bauch heraus, aus dem Unterbewussten heraus, würde ich auch dazu tendieren, es zu machen. Ich würde auch die Risiken, glaube ich, in Kauf nehmen, nach dem Motto, jetzt komm durch und ich will leben. Und also ich, das ist auf jeden Fall ganz wichtig, ich will leben. Das ja, ich will leben. Ja genau, ich will leben. Und dann, wenn die Operation hat auch Risiken in sich geborgen. Natürlich. Großrisiken, und da hast du es auch gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich entspannt zurücklehnen könntest, wenn du jetzt die Entscheidung triffst, nee, ich mach das nicht. Das weiß ich auch nicht. Vor allen Dingen, wenn dann wirklich 4 Wochen später vielleicht wieder Schmerzen im Bein beginnen oder so. Furchtbar, furchtbar. Entsetzlich. Also es wäre nur gut, wenn du sagst, wenn ich die Entscheidung gefällt hätte dagegen, dann ging es mir so richtig gut. Das glaube ich aber auch wirklich nicht, so wie ich dich jetzt gerade kennengelernt habe. Weil du so hin und her gerissen bist. Ich bin hin und her gerissen. Also es ist so, gerade heute, ich freue mich auf die Chemo, weil ich die nicht mehr als meinen Feind sehe. Und in der nächsten halben Stunde denke ich, um Gottes Willen, da gehe ich morgen gar nicht hin. Und mit den Haaren, das ist das Schlimmste für mich, das Allerschlimmste. Da musst du gegen arbeiten. Du willst leben, Mensch. Die Haare wachsen wieder. Leben, leben, leben. Ich weiß, aber das ist was Äußerliches. Ich habe ja gerade schon gesagt, man merkt mir jetzt nichts an. Und das ist dann, als hätte man ein Brandzeichen. So, jetzt bitte ich meine Zuschauer anzurufen, die zu dir etwas sagen möchten und dir einen Rat geben möchten. Vielleicht können wir am Ende der Sendung, Peter, noch mal kurz sprechen, wenn wir den einen oder anderen Rat gehört haben. Mhm, und ich bitte meine Mitarbeiter auch, das jetzt so zu arrangieren. In Ordnung. Okay, dann sagen wir bis gleich. Ich danke dir. Okay, Petra, tschüss. Also ihr Lieben, nochmal die Frage, wenn ihr jetzt genau mitgehört habt, was würdet ihr vielleicht auch aufgrund eurer eigenen Krankengeschichte oder vielleicht wart ihr in einer ähnlichen Situation einmal, was würdet ihr der Petra raten? Was soll sie tun? Mailt uns unter domian@wdr.de, ganz kurz nur mit eurer Telefonnummer, damit wir schnell zurückrufen können und damit ihr vielleicht dann auch noch auf den Sender kommt und das dann hier mir sagen könnt und auch somit dann der Petra auch sagen könnt. So, hier ist Ines. Ines ist 29 Jahre. Guten Morgen, Ines. Hallo. Hallo, Ines. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Und zwar hat mir meine Schwester gesagt, dass sie von meinem Ex, als ich noch mit ihm zusammen war, missbraucht wurde. Das ist schon ein Weilchen her, hat sie jetzt mir erst offenbart, sozusagen. Deine Schwester von deinem Ex-Partner? Hm. Ja. Wie alt war deine Schwester zu der Zeit? 12. 12? 15, 12, also es ging wohl über einen Zeitraum auch, ja. Wie lange liegt das Ganze dann ungefähr zurück? Also seit ich mit dem zusammengekommen bin, 10, 11 Jahre. Dann waren wir 6 Jahre zusammen, ungefähr. Ja, ja. Deine Schwester ist dann folglich jetzt Anfang 20? Ja. Ungefähr? Mhm. Sie hat dir das erzählt? Oder ist es irgendwie rausgekommen? Ihr ist es rausgerutscht. Wir haben uns gestritten und da hat sie immer halt nur gesagt, da ist noch was du nicht weißt, und jahrelang, und jetzt ist es mal aus ihr rausgeplatzt, sozusagen. Wie oft ist das denn passiert? Also, wo sie meinte, öfter als ich mir denken kann, also weil sie meinte, das war immer dann, wenn ich nicht da war und sie auf mich gewartet hat. Mhm. Das heißt, über einen sehr langen Zeitraum? Also so 3, 4 Jahre wohl, ja. Mhm. Hast du Kontakt mit diesem Mann noch? Nein. Nein. Und sie auch nicht. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie sich das irgendwie ausdenkt oder so. Sie hätte überhaupt gar keinen Grund dazu. Ja. Würdest du ihm das zutrauen?
Also im ersten Augenblick habe ich gedacht, nein, aber es sind schon so Sachen, also ganz groß und ganz jetzt schon, wenn ich drüber nachdenke, dass es am Ende auch so war in unserer Beziehung, dass er ständig Beklemmung hatte und er wusste angeblich auch nicht warum und jetzt wird da einiges deutlicher und er zum Schluss dann auch so Aggressionen gezeigt hatte. Mhm. Das heißt, du spielst viele Situationen so aus der Vergangenheit so durch nochmal in der Erinnerung und da wird dir schon einiges eventuell klar, das könnte darauf hindeuten. Mhm. Hat deine Schwester noch mit sonst niemandem darüber gesprochen? Na wohl mit, sie hatte einen Freund, da mit dem und mit ihrer besten Freundin wohl. Ja. Macht sie dir das irgendwie zum Vorwurf? Also, ich weiß es ja noch nicht so lange, bis jetzt noch nicht, aber mir macht es halt zu schaffen, dass sie es hat auch gesagt, dass sie es für mich gemacht hat, weil er sonst mit mir Schluss gemacht hätte. Mhm. Das hat er ihr so angedroht. Ja, also als Druckmittel. Mhm. Wozu du ja nichts kannst. Nee, aber es beschäftigt mich halt trotzdem. Natürlich, ja. Ja, natürlich. Es ist ja schlimm, aber wenn so ein Kerl mit so einem Kind, sie war ja ein Kind, so etwas macht, trägt natürlich die Schuld immer derjenige, über den wir hier reden. Mhm. Dass das für dich natürlich jetzt ein Schock auch ist, wo du auch lange Jahre mit diesem Mann zusammen warst. Habt ihr Kinder auch gemeinsam? Nee, Gott sei Dank nicht, kann ich jetzt mit Nachhinein sagen. Mhm. Kann ich das schon nachvollziehen, dass einen das sehr aus der Bahn haut und man vielleicht schon dann auch noch doch auch denkt, na, ich hätte es vielleicht auch bemerken müssen oder ich hätte meine Augen vielleicht mehr aufmachen müssen. Aber manchmal ist das so perfide, dass die Täter das so überspielen, das Ganze, und eben die Opfer in Angst und Schrecken versetzen, dass die eben nichts sagen. Und, also man hat schon gemerkt, dass irgendwann ein Zeitpunkt kam, wo meine Schwester mit ihm nicht mehr so klar kam, aber sie kam halt auch in eine Pubertät, wo man sagen kann, ja mein Gott, ist halt dann so, dass man nicht mehr alle mag sozusagen. Ist so weit schon gesprochen worden und darüber nachgedacht worden, ob man diesen Mann jetzt anzeigt? Also ich habe es ihr sozusagen geraten. Ich habe gesagt, wir sollen mal drüber nachdenken. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie das ist, wann sowas verjährt und so weiter. Aber also es macht ihr halt auch zu schaffen. Ja. Sie ist so jetzt, hat es verdrängt und es kommt jetzt mit einem großen Hammer wieder, sodass ein totales Loch fällt. Mhm. Das Problem ist immer mit dem Anzeigen. Ich finde das ja auch immer wichtig und richtig, dass man es tut. Aber es geht in erster Linie erstmal jetzt um das Opfer. Und deine Schwester hat ja noch gar nichts getan, sie hat keine psychologische Hilfe in Anspruch genommen, sie hat sich mit der Thematik nicht auseinandergesetzt. Ich glaube fast, dass sie gar nicht stabil genug wäre für eine Anzeige und all das, was dann auf sie zurollt. Wichtig wäre natürlich, dass sie sich professionelle Hilfe jetzt von außen sucht. Sie hat sich dir gegenüber geäußert, dass sie den Schritt vielleicht auch macht und den Weg zu einem Psychologen, einem Therapeuten, einem Arzt sucht. Sie ist wohl schon in psychologischer Behandlung, aber hat das da noch nicht angesprochen. Mhm. Mit dieser Anzeige, also ich denke, das ist ein Schritt dahin, dass man das dann auch irgendwie verarbeiten kann. Mhm. Also erstmal darüber auch zu reden und dazu zu stehen und sich selbst keine Schuldgefühle einzubringen. Ja, unbedingt. Könntest du denn vielleicht so ein bisschen auf sie einwirken, dass sie, hat sie zu diesem Psychologen ein gutes Verhältnis, zu dem sie geht? Nee, leider nicht. Nicht? Ja, dann ist sie ja schon mal am Falschen. Dann sollte sie das gleich abbrechen. Wenn man das nicht hat, bringt es gar nichts. Muss man da gar nicht weiter hingehen. Dass du ihr vielleicht behilflich sein könntest, vielleicht auch über eine Beratungsstelle. Wir können dir gleich auch noch ein paar Adressen an die Hand geben. Mhm. Dass sie erstmal, gerade was diese Thematik anbelangt, Hilfe sucht und auch Menschen findet, die sich damit auskennen. Das kannst du gar nicht leisten, da eine Beratungsfunktion zu übernehmen, weil du involviert bist, eingebunden bist in die ganze Geschichte. Sie müsste im Prinzip zu einer guten Therapeutin, zum guten Therapeuten. Das wäre wichtig. Und wenn sie das erstmal nicht will, dass sie an eine entsprechende Beratungsstelle geht. Sollen wir das mal so machen, dass wir dich erstmal versorgen mit einigen guten Anlaufpunkten und du ihr das einfach mal hinlegst, dann kann sie das ja für sich entscheiden, ob sie es machen möchte. Ich glaube, deine Hände sind gebunden, weil mehr kannst du im Moment nicht machen. Oder was denkst du? Ja, also das macht mich aber auch hilflos, so innerlich. Das glaube ich. Dir ist geholfen, wenn sie sich selbst hilft.
Weil du hast jetzt die Informationen und kannst erstmal damit nichts anfangen. Mhm. Das heißt, jetzt müsst ihr von ihr erstmal, was ihre Entwicklung anbelangt, müsste es weitergehen. Wir machen es jetzt so, wir rufen dich jetzt nochmal an, dann kannst du, was deine Situation anbelangt, auch mit meinem Psychologen nochmal sprechen und er gibt dir noch einige Adressen an die Hand für deine Schwester. Ja. Okay? Ja. Alles Gute und alles Liebe, Ines. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Beate. Beate ist 45 Jahre. Guten Morgen. Ach, hallo. Ja, hallo Beate. Ich habe hier so ein bisschen Funkstörung oder Tonstörung. Mein Ton kann ich nicht laut machen jetzt mal gerade, ne? Nee, sehr ungerne. Ja, gut. Ich kann dich sehr gut verstehen, das ist mir wichtig. Ja, erstmal grüß dich, ne? Hallo. Ja, das ist irgendwie alles so ein bisschen, ich war gerade am Rumseit, also ich gucke dich sonst immer, wie auch immer, und habe gerade das vorherige Gespräch mitbekommen und habe eigentlich nur angerufen, ja, um meine Nummer an die Vorrednerin da weiterzugeben. An die Petra? Ja. Die in dem Dilemma steckt, ob sie mit der Chemotherapie anfangen soll oder nicht, ja? Hast du denn einen Rat vielleicht, einen Hinweis? Ja, ich will hoffen, dass jetzt nur, wie gesagt, so spontan, deswegen geht mir jetzt echt so leicht die Pumpe. Ja, bei mir war das halt so. Soll ich das jetzt erzählen, wie das bei mir war? Ja, bitte, sehr gerne. Ja. Ich bin jetzt echt voll überrascht, weil ich dachte, sie ruft zurück. Ne? Und naja. Ja. Also das heißt, du warst auch auch krebserkrankt. Genau. Ja. Und so richtig von der heftigsten Form. Welchen Krebs hattest du? Brustkrebs. Ja. Aber es gibt ja auch so ein bisschen Brustkrebs, ne? So ein bisschen weniger schlimm oder ne? Ja, und das hat mich so überrannt. Also das kam von heute auf morgen und jetzt und gleich. Und ja, ich habe gerade mein Todesurteil erfahren und es hat mich umgehauen. Und wie soll ich sagen, das überrollt dich. Das, ich musste sofort ins Krankenhaus und der damalige Chefarzt, jetzt wollte ich bei deinem Namen sagen, ich weiß gar nicht, ob man das darf oder soll. Nee, und der sagt dann auch, nee, das glaube ich nicht. Und der hat dann auch nochmal punktiert, ne? Ja. Nee, bei so einer jungen Frau und glaube ich nicht, ne? Naja, aber schlussendlich war es dann so. Und dann, wie gesagt, dann bist du in der Maschinerie drin und dann geht das zack, zack, zack. Und ich musste sofort operiert werden. Mhm. Ja, und dann stellte sich halt raus, dass das ein sehr höchst aggressiver Krebs war. Ja. Der also auch mir die Lymphknoten schon zerrissen hat, also die ganze Achselhöhle wurde dann halt auch ausgeräumt, ne? Standst du denn dann auch irgendwann vor dieser Fragestellung wie die Petra, soll ich jetzt diese Chemotherapie angehen, die unter Umständen große Nebenwirkungen hat? Genau, also wie gesagt. Für was hast du dich dann entschieden? Ja, ich habe mich dafür entschieden. Das hier für aber ich muss auch dazu sagen, ich hatte irgendwie gar keine Zeit, weil das so, es wurde so dermaßen ernsthaft mit mir geredet. Ne? Mhm. Also ich hatte gar keine andere Wahl. Mhm. Und das war so krass schon bei mir, also wirklich krass, dass sie gesagt haben, ja, sich da um mich bemüht haben, dass sie mich da in so eine Düsseldorfer Studie mit aufnehmen und dass ich dann halt sofort eine Hochdose Chemotherapie bekommen. Ja. Welche Nebenwirkungen hatte die Chemotherapie für dich? Und lass mich eben nochmal sagen, Hochdose Chemotherapie ist wohl also das Härteste überhaupt so an, an Chemotherapie. Ja, das war, also wir wollen ja auch ehrlich sein, ne? Ich meine, das mit den Haaren und so, ne, das ist ja alles ja, das ist halt so, dass die sämtliche Körperbehaarung ausgefallen ist, aber das ist ja sowas von egal. Ich habe auch nur gedacht, also hallo, ich möchte leben, ne? Ich möchte weiterleben. Und das waren dann 7 Zyklen. Und es ist nicht leicht, klar. Aber es gab jetzt für dich nicht so gravierende Nach- und Nebenwirkungen, dass du jetzt dauerhaft davon geschädigt bist. Ja, ich will's nicht hoffen. Wie lange liegt jetzt diese Therapie zurück, diese Chemotherapie? Bei mir liegt das jetzt 8 oder 9 Jahre zurück. 8 oder 9 Jahre? Ja. Und wie geht es dir heute? Ja, ich würde mal sagen, soweit ganz gut. Das heißt, der Krebs ist dann nicht wieder ausgebrochen? Nein. Ja, das ist doch wunderbar. Das ist doch ein Geschenk, ist das. Das war ganz groß. Ja, aber hallo. Ja, wenn man so schwer erkrankt war und... Ja. Ja, ich höre daraus, Beate, dass du, da gibt man ja nicht leichtfertig einen Rat. Das ist ja immer eine komplizierte Thematik, wenn jemand in so einer Fragestellung steckt. Aber du würdest der Petra schon sagen, mach es.
Ja, mhm. auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, ich bin auch wirklich so ein Stehaufmännchen. Und mhm. ich bin selbst in der Hochdose-Chemotherapie jeden Tag, also mit so einer Sondererlaubnis, ne, weil, mhm. weil der Chef hat auch gemerkt hat, wie ich gestrickt bin, mhm. Nach Hause gegangen, habe meinen Haushalt gemacht, mich um meine Tochter gekümmert, ganz, mhm. ganz kurz natürlich und mit mhm. total wackeligen Beinen. Ne? Jeder geht da anders mit um. Mhm. Andere sind schon bei einer normalen Chemotherapie, dass sie mhm. nicht mehr aufstehen mhm. können und nur brechen müssen, sich ergeben müssen. Hatte ich also zum Beispiel überhaupt nicht, mhm. ne? weil ich habe mich da auch immer irgendwie selbst beeinflusst und da ist das auch gar nicht hochgekommen. Mhm. Also ich habe das ganz gut verpackt. Also ich hatte, also das war bei mir aber ganz extrem, weil ich da auch schon irgendwie vorgeschädigt war. Ich habe unglaubliche Venenschmerzen. Mhm. Ne, das war so mein mhm. Problem, mhm. dass mir die Venen wehgetan haben bis mhm. zum geht nicht mehr. Okay, aber da kann man auch mitleben. Jetzt hat die Petra gerade gesagt, dass es mit den Haaren für sie am allerschlimmsten ist. Oh ja, ja, was soll ich jetzt? Was soll ich dazu wie lange hat es gedauert, bis sie bei dir dann wieder gewachsen sind, die Haare? Ging ganz, ganz schnell, glaube ich. Mhm. Ganz, ganz schnell. Wie gesagt, das waren 7 Zyklen. Das hat sich auch über einen längeren Zeitraum erstreckt. Mhm. Und danach musste ich ja nochmal, ich glaube, 6 oder 8 Wochen jeden Tag zu der Bestrahlung. Mhm. Ne? Und da war die Bestrahlung, das war, ach, hi, Yippie, das war echt wie Urlaub. Mhm. Das war, habe ich als sowas von köstlich erlebt nach der Chemotherapie. Mhm. Wirklich. Und daher, gut, das ist eine etwas harte Zeit, aber es hat sich auf jeden mhm. Fall gelohnt. Mhm. Und Mensch, und man kann so viel durch seine Selbstheilungskräfte und sich selber so ein bisschen beeinflussen. Mhm. Und ich habe unglaublich viel gelesen. Mir sind genau die richtigen Bücher immer zugefallen. Mhm. Ich habe mich da auch nie auf einen anderen verlassen. Bin in die Buchhandlung gegangen und hab mich selber halt gestützt. Mhm. Und also ja. da, auch von deiner Seite aus wichtig, dass man so eine positive innere Haltung hat zu dem Ganzen. Auf jeden und auch Fall. Zu dem Leben. Und hallo, die hat sie ja auch. Mhm. Sie sagt ja, ich will auf jeden Fall leben. Und wie sie Wenn es sie gesagt leben hat. Will, ja, genau. dann wird sie auch leben. Ja. Liebe Art, ich danke dir sehr herzlich, dass du angerufen hast und ja. uns von dir erzählt hast. Freue mich sehr, dass du gesund bist und ja, wünsche, dass es auch viele, 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 viele Jahrzehnte noch bleiben wirst. Ja. Und alles Liebe von Herzen. Ja, dir auch. Vielen Dank. Tschüss. Ne? Tschüss. Und weiter geht es mit der Lisa. Lisa ist 19. Hallo Lisa. Hallo. Hallo Lisa. Weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an, es geht um meinen Freund und mich. Wir sind jetzt seit 19 Monaten zusammen und haben einen 9 Monate alten Sohn. Oh, das ging aber ja, flott bei euch. Das ging ganz, ganz schnell. Also es war ein Unfall, nicht gewollt. Ja. Ja, und ja, ich habe mittlerweile festgestellt, die Beziehung funktioniert nicht. Mhm. Wie alt ist er denn? Er wird jetzt 27. Mhm. Ich muss mich von ihm trennen. Mir bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, aber ich schaffe es nicht. Und zwar geht es darum, er trinkt sehr viel, er nimmt Drogen. Er nimmt Drogen? Was für Drogen nimmt er? Ach, alles quer durch. Also letztes Jahr war Heroin dran und dieses Jahr geht es um Pep und Ecstasy, manchmal auch Kokain, also immer so, was so da ist. Also schon die harten Sachen. Ja, ja. Mhm. Und er macht das auch schon seit 10 Jahren. Also von was, wie finanziert er das? Tja, das ist halt so die Sache. Er ist meistens arbeitslos, bekommt Hartz IV. Und das reicht natürlich nicht, also geht er auch manchmal an Reingeld. Naja, denn das sind ja durchaus teure Drogen unter Umständen, ja. die man nicht mal so nebenher kauft. Ja, im Moment bin ich auch, ich stehe nicht vor dem finanziellen Ruin, aber ich habe echt Geldsorgen im Moment, weil ich habe einen Sohn, also ich habe Verantwortung zu tragen. Ja, natürlich, natürlich. Aber ihr wohnt schon zusammen in einer Wohnung? Wir wohnen zusammen, Gibt es viel Stress? Streitet er viel? Ja. Da ist von deiner Seite aus, wenn du jetzt ganz ehrlich bist und wirklich ganz ehrlich antworten musst, keine Liebe mehr im Spiel? Doch, das ist es ja. Das ist. Ich weiß nicht warum eigentlich. Ich habe Phasen, da hasse ich ihn. Mhm. Da will ich ihn nicht mehr sehen und ich will nie wieder was von ihm hören. Das heißt, wenn er sein Leben besser auf die Reihe bekäme, wäre da durchaus für dich eine Chance zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, es ist mein größter Wunsch, mit ihm zusammen zu sein und ihm eine Familie zu haben. Und ich will einfach mit ihm glücklich sein. Hast du ihm das so gesagt schon? Ja. Und er sagt, ja, das will ich auch, das will ich auch. Ich will aufhören. Er redet aber auch immer von diesem Klick, das es bei ihm machen muss. Also er sagt,
es kommt irgendwann ein Zeitpunkt, da macht das in einem Klick und dann will man keine Drogen mehr nehmen und darauf wartet er. Mhm. Und ich muss Geduld haben, ich muss auch darauf warten. Na, das kann das, ich nicht. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Ja, das ist völliger Schwachsinn. Es muss nicht Klick machen, sondern man muss sich dazu entscheiden. Ja, und wenn er, eigentlich müsste schon längst Klick bei ihm machen, wenn er jetzt mitkriegt, dass seine junge Familie kaputt geht. Genau. Durch sein Verhalten. Hat er was gelernt? Also es ist was gelernt, ja. Ich muss dazu sagen, seit er mit mir zusammen ist, ich war ja direkt schwanger, er hat sich wirklich, auch durch Aussagen seiner Eltern, seiner Schwester, hat sich wirklich um 180 Grad gedreht. Früher war das mit den Drogen ganz, ganz krass bei ihm. Nee, aber eine Ausbildung mal gemacht hat früher. Ist er schon 27? Ja, er hat eine abgeschlossene Ausbildung, die hat er im Knast gemacht. Ach, im Knast war er auch schon? Ja. Und weswegen? Er hat Einbrüche begangen, Diebstahl, so Sachen, ja, um sich halt die Drogen zu finanzieren. Also ist da schon eine gewisse Biografie und Karriere. Ja, absolut. Er hat auch eine scheiß Kindheit, also daran liegt das ja auch alles, dass das mit den Drogen erst so weit gekommen ist. Und er sagt aber auch heute, er will das eigentlich nicht mehr, er will glücklich sein, er will eine Familie haben mit mir. Okay, dann stell ihn vor die Alternative. Entweder machst du was, unternimmst du was und beweist mir auch, dass du dich verändern willst, oder ich gehe. Ja, das ist ja das Schlimme, das habe ich gemacht. Das habe ich sogar gemacht und das hat mir so weh getan. Er hat dann damals in seinem Ärger, in seinem Zorn, den er darüber hatte, hat er gesagt, wenn du mich vor so eine Entscheidung stellst, dann kann ich nicht anders, dann muss ich gehen. Du musst mich so nehmen, wie ich bin, du musst mich so akzeptieren, wie ich bin, und wenn du das nicht tust, dann hat es sowieso keinen Sinn. Nee. Nein, du musst ihn nicht so akzeptieren, wie er ist. Ja, genau. Das ist, wenn er so ist, wie du ihn jetzt beschrieben hast, musst du das nicht akzeptieren. Ja. Wenn er drogenabhängig ist, wenn er sich nicht um seine Familie kümmert, wenn er nicht arbeitet, wenn er alles irgendwie so laufen lässt, musst du das nicht so akzeptieren. Genau, der Meinung bin ich auch. Das sieht er aber ganz anders. Ich habe ihn ja auch so kennengelernt. Er hätte mir ja nie was vorgespielt und sowas. Stimmt ja auch eigentlich, ja. Und ich habe Aber wenn er wirklich merkt, dass du es ernst meinst, meinst du, dass es vielleicht ihn aufrütteln könnte? Bitte nochmal, dass es ihn dann vielleicht aufrütteln könnte, dass er etwas unternimmt? Ich glaube nicht, nein. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube, der ist so irgendwie so eiskalt, ich weiß nicht, Vielleicht ist er gar nicht eiskalt, vielleicht ist er einfach Opfer seiner selbst und kriegt es irgendwie wirklich nicht. Oh, dass gar kein böser Wille dahinter steckt, sondern dass er einfach es nicht schafft. Ja. Aber eben sich auch nicht den entsprechenden Hinterntritt mal gibt, um voranzukommen. Ja, der fehlt ihm, genau der fehlt ihm. Und genau das ist es. Also es ist irgendwie wirklich bei ihm, dass er absolut den Willen dazu hat, den hat er einfach nicht so. Petra, so wie ich es jetzt einschätze, würde ich an deiner Stelle diesen harten Weg gehen. Ja, das will ich auch eigentlich. Eigentlich ist es das, weil ich sage auch, hey, ich habe einen Sohn, ich muss für ihn sorgen, ich muss für uns sorgen. Unbedingt, du trägst eine Verantwortung, ja. Genau, ich bin diejenige, die Verantwortung trägt. Ja. Aber ich schaffe es einfach nicht, ich weiß nicht warum, ich schaffe es nicht zu sagen, hey, stopp, nein, ich will das nicht mehr. Ich bin auch irgendwie, ich muss da auch ehrlich zugeben, ich habe Angst davor, alleine zu sein. Ich habe Angst davor, Lisa, ich mache mal einen Vorschlag. Ich möchte dich auch nicht hier so abwürgen, weil ich glaube, dass man noch ein bisschen weiterreden muss. Ich möchte allerdings noch eine Anruferin nehmen, die noch zu der krebskranken Petra was sagen will. Das heißt, ich mache den Vorschlag, dass wir dich gleich zurückrufen. Okay. Und dann können wir in Ruhe alles besprechen und würde mich jetzt von dir verabschieden. Alles klar. Okay. Einverstanden? Ja, einverstanden. Okay, tschüss. Okay, ciao. So, und hier ist die Petra und ich bekomme gerade eine Mail rein. Petra, grüß dich, hallo. Ja, hallo. Bevor ich jetzt mit dir anfange zu sprechen, werde ich mal eben kurz hier vorlesen. Eine Mail von Hanna. Sie schreibt, ich bin 23 Jahre alt und war selbst mit 12 Jahren schwer krebskrank. Liebe Petra, mache diese Chemotherapie. Spiele nicht mit dem Kostbarsten, was du hast, mit deinem Leben. Bitte, Petra, gib dir einen Ruck und geh morgen zu deinem Arzt. In ein paar Jahren wirst du unendlich dankbar sein. Das schreibt Hanna. Liebe Petra, du bist es jetzt wieder. Bin ich ein bisschen durcheinander. Jetzt bin ich etwas durcheinander geraten. Das war dann eine Mail auch noch jetzt für dich und an dich. Jetzt haben wir zwei Anruferinnen gehört. Hat das irgendwie für dich hat dich das irgendwie beeindruckt oder? Ja, natürlich. Also erstmal finde ich toll zu hören, dass die beiden ja jetzt wieder als gesund gelten und das gibt mir natürlich auch ganz, ganz viel Mut und ganz viel Hoffnung und gerade auch bei Beate, die das mit dem Brustkrebs erzählt hatte. Und ich denke mal, ich weiß es jetzt nicht, aber ich denke mal, dass sie auch dieses Adenokarzinom hatte, eben genau dasselbe, was ich auch in der Lunge habe. Und das ist eben ganz hochgradig aggressiv.
Und ich denke mal, bei ihr waren auch nicht so viele Heilungschancen. Wenn ich das höre, dass es schon 9 Jahre her ist und ihr geht es gut und sie hat sogar eine Hochdosis-Chemo bekommen, dann denke ich natürlich, sind die Haare egal. Ja, da mache ich mir zwar die meisten Sorgen drum, aber klar gibt das Hoffnung, wenn man wirklich jemanden hört, der das überlebt hat. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei denen. Ich freue mich auch, dass diese Leute durchgekommen sind. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch viel mehr Sachen angekommen sind. Wir können das ja so machen, dass wir dir noch einige Anrufer weiterleiten oder einige Mails. Genau, ihr habt ja meine Mailadresse. Ganz genau. Könnt ihr mir sehr gerne weiterleiten. Freue ich mich sehr drüber. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Und sage nochmal mein Gefühl, mach es. In Ordnung. Alles Gute, Petra. Danke. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Matthias Neef. Morgen heißt unser Thema: Dieses Familienfest vergesse ich nie. Genau über solche drastischen Familienfeste möchte ich morgen mit euch sprechen.